Ja, so viel haben wir eh nicht. Das ist sicher. Ja. Schwierig. Die würde ich fast gern mal drin lassen. Wenn wir jetzt selber Bretter herstellen. Nur mal angenommen, ne? Also ist jetzt noch nichts in Stein gemeißeltes. Bräuchten wir 72 Stämme. Boah, das dauert schon lang. Das dauert schon richtig lang. So, das reicht zumindest schon mal für 4 Flächen. Das ist schon heftig. So werden halt Steinhäuser auch trotzdem sehr teuer Holz betreffend. Und ich gebe zu, das dürfte doch ein bisschen schneller funktionieren. Ist schon anstrengend. Dann wäre noch nicht mal genug Holz für ein komplettes Dach. Das ist wow. Dass man aber auch aus einem Stamm bloß 2 Bretter kriegt, halte ich für ein bisschen fragwürdig. Genauso wie die 4 Feuerholz aus einem Stamm. Ja. Weiß ich nicht. Müsste eigentlich mehr sein. Wie viele Stämme haben wir denn? Sollten wir da vielleicht einfach was umwandeln? 57 würde jetzt vermutlich sogar reichen. Aber das sehe ich nicht ein. Warte, ich brauche eine Axt. Haben wir gerade, glaube ich, bloß aus Stein, oder? Ja, und die sind nicht mal besonders gut. Auf die 2. Und dann auch noch in dem Wissen, dass wir das jedes Mal erst noch umwandeln müssen. Ich meine, gut, wir skillen, klar, aber so dringend muss ich dann doch nicht skillen, wenn ich ehrlich bin. Ist er wenigstens mit seinem Feld fertig geworden? Nein. Fehlen noch 30. Ich dachte, die machen das so richtig gut im Team eigentlich. Dass praktisch einer düngt, einer hackt und einer geht direkt hinterher mit den Samen. Das wäre halt Teamwork gewesen, was ich gern gesehen hätte. So ist das gerade doch eher ein bisschen low. Viel mehr kann ich wahrscheinlich eh nicht mehr tragen, ne? Ah, doch. Ein Bäumchen würde vermutlich noch gehen. Die Axt hält auch noch ein bisschen. Und schwupp sind wir überladen. Toll. Aber das erste Haus ist gleich fertig. Fehlt dann praktisch bloß noch das zweite. Und hier das Zeug muss halt, wie gesagt, das muss weg. Das können wir nicht da lassen. 32 Bretter. Na
dann können wir zumindest beim zweiten Haus damit auch schon anfangen. Wäre ja nicht schlecht. Und dann wäre trotzdem die Überlegung, ob wir nicht langsam, aber sicher halt trotzdem in jedes Haus schon eine zweite Person einziehen lassen. Wir dürfen das bloß nicht gleichzeitig machen, weil sonst fallen uns gleichzeitig irgendwann alle Frauen aus. Also die dürfen ausfallen, aber es wäre halt schlecht, wenn das alle gleichzeitig sind, ne? Die sollen schon irgendwie auch ein bisschen noch was arbeiten. Und ein paar sind ja, glaube ich, jetzt eh schon zusammengezogen, ne? Wir haben ja nochmal Bauern geholt. Und ich glaube nicht, dass wir da einzelne Häuser für hatten. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich weiß halt auch einfach überhaupt nicht, wie lange passen jetzt auf so ein Kind auf? Also nach wie vielen Jahren geht die Dame wieder arbeiten? Unser Kind ist jetzt inzwischen immer noch ein Jahr alt. Das ist doch mehr als ein Winter vergangen seitdem. In der Zeit hätte ich locker nochmal drei neue machen können. Ich weiß nicht, wie lange waren im Mittelalter Mutterschutz? Einfach nur, damit ich weiß, wann ich ja wieder mit Ludgarda rechnen kann. Ich meine, sie ist eine unserer besten Jägerinnen. So, das Haus ist schon mal fertig, sehr gut. Naja, und hier ist immerhin angefangen. ...32, 48, 60... ...64... ...32 Stämme. Also auf jeden Fall noch zweimal laufen. Weil jetzt haben wir, glaube ich, auch nur noch Fichten hier. Die geben mir bloß drei Stämme. Ja, schnauf nicht so rum, heul nicht. Kriegst du schon hin. Ich glaube an du. So einmal. Unsere Bewohner werden sich auch denken, wer hier bitte mitten in der Nacht noch Bäume fällt. Aber einer muss ja fleißig sein. Weißt du, die können jetzt schön beruhigt in ihren Bettchen liegen und schlafen. Ach toll. Ich gehe jetzt nicht extra eine Fackel holen. Meine ich ernst. Habe ich gerade wenig Lust. Auch wenn ich jetzt schon weiß, ich werde das bereuen. So, hier ist noch ein Stamm. Und hier müsste auch noch einer sein. Den ich jetzt aber nicht sehe. Holzstamm. So, 15 Stück. Dann haben wir 30. Ich bräuchte eigentlich noch einen. Wenigstens einen. Dann hätten wir die Hälfte. Sonst brauche ich jetzt als nächstes nochmal 17 Stämme. Weiß, ich kann ja. Ich habe ja Zeit, ne? Ich guck mal nebenbei nach. Wie lang ist die denn bitte Mutter? Alter, für 2 Jahre. Puh. Das dauert noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wann haben wir unseren Sohn geboren? Also gebären lassen. Ich mache das ja nicht selber.
Aber rein theoretisch, wenn wir jedes Jahr einmal Mann und Frau zusammenziehen lassen, dann fallen uns zwei Frauen aus. Und sobald die dritte ausfällt, fängt die erste aber wieder an zu arbeiten. Das würde funktionieren, glaube ich. Ich denke, damit könnte ich leben. Für den Anfang. Ich meine, jetzt haben wir letztes Jahr schon ein Paar zusammengebracht, die ja jetzt gerade auch schwanger ist. Das hieß ja, wir könnten dieses Jahr wieder ein Paar zusammensetzen. Ich weiß aber gar nicht, ob wir nicht die neuen Bauern hier schon zusammengeführt haben. Weil dann sollte ich eher nochmal ein Paar trennen. So, wir haben... das ist meins. Hier haben wir zwei drin, hier haben wir zwei drin. Und das war's. Dann haben wir wirklich bloß zwei Paare. Das passt ja. Dann würde ich auch sagen, das Paar darf als erstes umziehen. In so ein neues Haus. Dann können wir da das alte Haus abreißen. Und dann halt nochmal irgendjemand. Wir müssen mal schauen, möglichst dieses Haus. Ja gut, das hier müsste auch weg. Wer wohnt denn hier? Genoveva. Ach cool, ist sogar das schlechteste Haus, was wir aktuell haben. Kann man schon machen, oder? Also ich finde das jetzt nicht schlimm. Ich wollte noch eine Fackel holen. Und dann nächstes Jahr lassen wir einfach die nächsten zusammenziehen. Es dauert ja auch immer eine Zeit lang, bis die miteinander rumpimpern. Und dann haben wir, ja, wir kommen halt irgendwann an den Punkt, an dem wir Häuser übrig haben. Ja, ungeschriebenes Gesetz, ne? Also links macht man nicht. Na gut, ich muss den Baum sowieso fällen. Aber wenn wir jetzt bloß zwei Paare hatten, dann hat ja doch jeder aktuell sein eigenes Haus. Nee, Quatsch. Das ist die neue, die sowieso nichts kann. Und die hier sind schwanger. Krass, die schwanger sind, haben sogar das beschissenere Haus. Eigentlich total unfair. Also ich meine, mir ist es egal, klar, aber... Das heißt, die fällt nächstes Jahr aus. Und die Bäuerin, die haben wir uns erst neu geholt. Also dürfen wir... dieses Jahr niemanden mehr zusammensetzen. Eigentlich erst nächstes Jahr wieder. Und bis nächstes Jahr gehe ich mal davon aus, dass wir die Häuser aber soweit fertig gebaut haben. Wie viel Holz haben wir gerade? 17 brauche ich. Noch 5. Das heißt, wir haben dann für jeden Dorfbewohner jetzt zwar ein Haus gebaut, aber Jahr für Jahr wird ein Haus frei. Und ich kann ja trotzdem noch ein Haus bauen. Also jedes Jahr irgendwie zwei neue Bewohner ein Haus bauen. Das wäre schon angenehm.
Ich nehme das trotzdem mit. Kann ich irgendwas gerade wegschmeißen, was wirklich ins Gewicht gehen würde? Die Steinaxt, ne? Geht hierbei kaputt? Wahrscheinlich nicht. Dann haue ich hier einmal gegen den Baum. Und schwupps habe ich mir 2,5 Kilo gespart. Das macht viel aus. Siehst du? Gleich ein ganzes Stück schneller. Ja, immer noch viel zu langsam, aber ein ganzes Stück schneller. Und man muss ja auch dazu sagen, die Kinder, die wir dadurch bekommen, sind kostenloses Arbeitspersonal. Oh ja, das ist gut. Die können uns dann, keine Ahnung, Schuhe nähen oder Nike-Pullover. Was Kinder halt so machen. Ich brauche die nicht alle, oder? Scheiß drauf. Ich mache einfach alle. Dann können wir aber auf, also ein Haus können wir jetzt auf jeden Fall direkt abreißen. Zufälligerweise genau das, was stört. Und vielleicht bauen wir ja später nochmal ein Haus, dass wir das andere da auch noch abreißen können, was da gerade im Weg steht. Nee, wir können ja sogar, Quatsch, wir können trotzdem zwei Häuser abreißen. Darf man das eigentlich noch Epic Sex nennen? Eigentlich müsste doch jetzt Epic Flute heißen, oder? Ist ja kein Saxophon mehr, jetzt ist es eine Flöte. Das habe ich ja vorm Stream doch schnell auf meiner Blockflöte eingespielt. Ich bin einfach ein Virtuose an der Blockflöte. Nee, ich habe den Sound Alert nicht rausgenommen. Achso, doch, den Coffin Dance. Ja, doch, musste ich ja. Leider. Weil mir sonst wieder die Folgen geclaimed werden. Und das möchte ich nicht. Ich meine, es ist egal. Ne? Ich bin ganz ehrlich, ich verdiene an den Folgen immer noch nichts. Aber es nervt. Dass dafür 5 Sekunden lustiger Sound halt die ganze Folge mit einer Beschwerde drin steht. Ja, muss nicht. Oh, das ist ja. Das ist hier da. Ich habe keinen Holzhammer mehr, stimmt's? Also generell, ich habe keinen Hammer mehr. Oh, das ist so frustrierend. Was brauche ich für einen Hammer? Ich brauche noch einen Stamm. Nee, der Epic Sax ist immer noch derselbe. Ich habe die bloß alle ein bisschen leiser gemacht. Aber wirklich bloß ein bisschen. Aber sonst ist alles gleich. Ich bin viel zu faul, das umzuändern. So, Federn können wir gleich wieder aufräumen. Das Stöckchen können wir wieder 81. Wie viele Stöckchen haben wir gerade, bitte? Das müssen auch schon mehrere hundert sein. 433. Ja, geht, ne? Dürfte ruhig ein bisschen mehr. So, Tag, der Dachdecker ist da. Dann ziehen wir die mal um. So, als erstes die beiden hier.
Oder? Sind doch die. Sind doch die beiden. Glaube ich. Das war auf dem Headset auch für mich halt jedes Mal wirklich, wirklich laut. Waren die nicht gerade eben noch zwei drin? Wo wohnt denn unser Pärchen? Das müsste ich mal wissen. Beziehungsweise, ja gut, sie hier kann ich einfach direkt mal umziehen lassen. Was ist das hier? Genoveva kommt hier raus und hier rein. So, dann Norberta ist mit Roch zusammen, kommt hier raus und hier rein. Ja, ganze Familie. So, dann ist praktisch dieses Haus jetzt leer. Das hier nicht. Wo wohnen die denn? Ach, hier haben sie gewohnt. In meinem alten Haus. Oh, schön. Blöd bloß, dass das hier eigentlich weg sollte. Ich baue mal das hier schon ab. Dann können die hier reinziehen. In meine alte Bude. Dann kann ich nämlich das Haus abreißen. Und habe hier praktisch wieder Platz für neue Häuser. Wie lange kann das schon dauern? So, das Häuschen hätten wir dann. Die Schotterwege werden wir vermutlich nochmal abreißen müssen. So, hier wohnt Razimir. Razimir darf auch umziehen in das Haus. So, dann können wir hier auch abreißen. Und so wie ich das sehe, kriege ich gar nichts wieder. Ist mir aber ganz... Ach komm. Es ist ja auch egal. So nötig haben wir das nicht. Leere die Truhe. Warum sind hier Kohlsamen drin? Und Leder? Kann ich alles auf einmal? Nee, ne? Zum Glück habe ich gerade Platz im Inventar. Das ist bei mir was sehr Seltenes. So, dann hätten wir hier rein theoretisch Platz für die nächsten beiden Steinhäuser. Oder ich nehme 8 Stämme mit, ich will bloß eins wenigstens hinstellen, ob das dahin passt. Da bin ich gerade etwas neugierig. Wir müssen es ja noch nicht bauen. Ja, Kohlsamen. Cool. Apropos Samen, ich wollte doch auch, wir hatten doch noch Leinsamen übrig. Ganz ehrlich hier. Roggenkorn bleibt. Daraus können wir richtig gut Tierfutter dann herstellen. Weizenkorn, die 100 würde ich auch behalten. Wo ist denn jetzt? Wo sind jetzt die Leinsamen? Ich habe die doch extra hier liegen lassen. Warte mal. Ist jetzt das Feld fertig? Nee.